tut ja keinem weh, gell? Ach, überhaupt, da hat es weh getan. Wo ist der Sechsjährige, der du mal zu sein geglaubt hast? Du kriegst, das steht doch im ersten Selbstgespräch schon. Das mache ich doch so sanft und zart, dass du das gar nicht mitkriegst, wenn du meinen Duft auf den Leim gehst. Diesen verführerischen. Du musst deinen Geruch, wenn du den hast, folge dem und lass es geschehen. Und du wirst merken, leidend und definitiv nur der, der nicht gehen will. Das sind immer auch hier in Almenau bestimmt schon, wenn ich alte Beispiele sage, hier dieses jetzt mit dem Thomas Kalbach oder mit meinem Onkel, ganz, ganz lieber, wo meine Tante unterm Kirschbaum die Geschichte von Almenau, du weißt es, wenn man so geht, der legt sich einfach hin und weg. Das ist doch ein Segen. Und dann nehme ich immer, wo ich sage, mein leiblicher Vater, den ich mir jetzt ausdenke, der ein Weltmensch war, der hat Welt und Frauen geliebt über alles. Und der hat Krebs gehabt, dann ist, wo ich weiß noch, dann bricht ihn der Magen durch, dann läuft ihm die Scheiße aus dem Mund raus. Und der hat die eigene Scheiße im Mund und sagt, ich gehe nicht ums Verrecken. Das ist das nicht loslassen wollen. Am Weidezaun, das sind Symbole, wo ich mir, wenn du es einmal durchschaut hast, solltest du irgendwann einmal erkennen, was der Fehler ist. Diese Identifikation, es ist das einmal die Entmündigung der eigenen Meinung. Und wenn man dann einmal sich eigene Gedanken macht, an Beispielen mangelt es nicht, diese großen Schizophrenien in der Physik oder in der Medizin, denke an mein Hämorrhoidenbeispiel, oder wenn ich immer sage, auf der anderen Seite sagen sie, die Haut, die Zellen, die Körperzellen erneuern sich alle 7 Jahre, die Hautoberschichten noch wesentlich mehr, wieso sieht dann hier die Haut von der Helga viel älter aus wie die Haut von einem Baby? Oder von einem Kind, die ist nicht älter. Selbst mit materialistischer Logik ist das maximal 7 Jahre alt und das vom Baby auch. Wieso sieht es dann alt aus? Ja, weil du es dir so denkst. Und dann ist es das immer wieder in einer Rückwirkung. Wenn du da nicht losgelassen hast, du wirst in keinster Weise mehr jung sein wollen. Das ist so nett um alles. Und auch die bisschen Wehwehchen, wo man kriegt mit dem Alter, das ist alles, das wird ja, es ist ja deine Bemaßung, wie schwer du das auf die Waagschale legst. Und das Irre ist, wenn es dich nicht mehr interessiert, wenn du dich bloß ein Promille als Körpermensch so wenig wichtig nimmst wie der Udo sich wenig wichtig nimmt, hast du gar kein Problem, weil dann taucht es neu zu nicht auf, weil wenn es auftaucht, fällt es sofort wieder in sich zusammen, weil du keinen Fokus drauf legst. Du hast dann Wichtigeres zu tun, wie über so Bibifax den Kopf zu zerbrechen. Das ist so. Es passiert ganz einfach. Es passiert eh. Ob was kommt, ob was weg ist, das festhalten wollen, du spielst fest einmal deine Rolle und du wirst sehr bewusst dich beobachten, wie du reagierst. Und du wirst immer noch merken, wie du in diesem Geflecht von Zukunft am Leben erhalten reingehängt bist, wirst du es nur fließen lassen und diese Verwandlung zulassen, was übrigens sehr schön beschrieben ist hier, du bist Gott, werdet damit fertig. Die Schriften habt ihr nicht, ich soll das fast einmal mit reinstellen. Wenn du die Adressen hast von denen, was, die wirst du in deinem Verteiler nicht drin haben, alle, oder? Nicht eingeschickt. Nein, der hat nur, was er im Verteiler hat. Das ist also hier, weil das wirklich ist zwar fit zu lesen auch, aber natürlich nur schwarz. Es ist rein, wenn du Holofeeling verstanden hast, nickst du jeden Satz ab in der Beschreibung von denen, die wir uns jetzt ausdenken. Das heißt, du bist Gott, wird damit fertig. Ja. Und da ist alles, was schwarz ist, was die Wunden, die du dir zufügst, das wird in etwas anderen Worten, wie es ich sage, aber eigentlich auch, wie gesagt, Beispiele sind nahezu identisch 1:1. Nicht so ins Detail gehend, aber es ist auf den Punkt. Und dann ist es, jetzt kann ich so, und du freust dich schon wieder auf eine Strategie, offensichtlich spiegelt sich jetzt mein Wissen immer mehr nach außen, wobei es gar nicht um diese Traumwelt geht. Überhaupt nicht. Das ist immer wieder so eine Sache. Die hauen hier Sachen rein, wie diese Schriften. So, ich hast das gelesen. Ja, nicht so arg. Ich musste das an die Tieren an Schreibstift. Nein, das ist ja schön, du musst dann nicht einmal den Kopf zerbrechen, was das, was wichtig ist, taucht auf, wobei du dann irgendwann einmal merken wirst, das soll ich bei aller Bescheidenheit, dass alles, was du liest, jetzt einmal so eine Ausnahme, weil das sehr einfach gehalten ist, könnt ihr sagen, das ist wie das unpersönliche Leben, aber fast nur ein Touch drauf, dass du viel Sackgassen lesen hast und wiederholen musst, weil wenn du das nicht mit einem Hauch von Holofeeling-Verstand lesen tust, hast du so viel Fehlinterpretationen, egal was du liest, dass es das erste Mal sinnvoll ist,
die Onboardungen wirklich zu studieren, bis du dieses einfache Grundprinzip verstanden hast, und dann wird sowieso alles neu. Und das ist ein Prozess, der dauert normalerweise 10, 15 Jahre. Ja, ich sag, das ist ja einiges passiert, oder? Das ist ja einiges aber passiert, seitdem. Es ist einiges absolut, passiert. Ja. Absolut, gell? Absolut. Das war tektonische Welt. Absolut. Das ist rein, das passiert, das ist, wenn du dich darauf einlässt. Und ohne, das ist, was, wie gesagt, du als Person magst, auch dich dabei zu beobachten, wie du wieder grübelst, die Angst, was Verkehrtes machen zu können. Kennt man, ne? Immer noch. Das ist, und ich sage jetzt nochmal, ihr müsst einen einzigen Satz von mir beachten. Ich sage, entweder magst du was richtig, oder du lernst was Neues kennen, was du ja kennenlernen musst, um deine eigene, die Gasse wirklich zu verstehen. Und dann ist, dir wird jetzt bewusst, wenn du wieder Angst, was Verkehrtes zu machen, in dem Moment, wo dir als Beobachter bewusst wird, dass dieses Programm schon wieder Einseitigkeit anstrebt. Angst hat genau vor dem, was du zu deiner eigenen Heiligung brauchst. Du brauchst den Schmerz, du brauchst das Leid, um heil werden zu können. Du bist ja eigentlich schon heil, aber deine einseitige Vorstellung von Glückseligkeit, die du anstrebst, werde ich permanent in der Unheiligkeit lassen, bis du merkst, es gibt eine Qualität drüber, die ich nur erreiche, wenn ich auch das Verkehrte kennenlerne. Dass hier, und wie gesagt, alles Leid und aller Schmerz, uraltes Beispiel von mir, auch hier in dem Buch erwähnt, du bist Gott, wird damit fertig. Dass auch er, den ich mir jetzt ausdenke, dieser Kugelschreiber hier von mir diktiert bekommen hat, dass du dich hier und jetzt an Schmerz erinnern kannst. So wie du dich an den Geruch, an den Geschmack erinnern kannst, aber das bleibt, weil es ja nicht hier und jetzt ist, wir denken uns das woanders hin. Bleibt es nur feinstofflich. Ja. Realisierten Schmerz kannst du mir hier und jetzt empfinden. Und das ist diese kleine Stelle im Selbstgespräch, ich bin du Quadrat, wo ich genau den Unterschied erkläre zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Wir können natürlich beides rot und blau schreiben, aber ich sage, das wirkende Licht ist das eine und die Wahrnehmungseinheiten, das, was du wahrnimmst, haben wir ja schon doppelt aufgespannt, die Schöpfung ist HR, ist was anderes, das, was du anschaust. Wir lassen das einmal hier, dieses Aletheia, die Wahrheit, Aletheia, ist der Wahn eines Gottes, der sich was ausdenkt und meint, er hat damit nichts zu tun. Und jetzt ist es einfach, dass wir zuerst einmal sagen, alles, was du prinzipiell zu sich zu benennen bekommst, ist hier und jetzt eine Information von dir selber. Und wir teilen die zwei Hälften, einmal sinnlich wahrgenommen, was man als Materialist real bezeichnet. Das heißt, was du schmeckst, was du siehst, was du fühlen kannst, körperlich, sinnlich wahrgenommen und was in deinem Gesichtsfeld ist. Plus alles, was du dir darüber hinaus denkst, feinstofflich, was natürlich auch hier und jetzt in dir drin ist, beides ist deine Information. Und jetzt ist es so, Realität erschaffen kannst du nur in einem bewussten Hier und Jetzt. Das heißt, das, was du optisch real zu sehen bekommen willst, muss sich hier und jetzt in deinem Gesichtsfeld in Erscheinung drehen. Das heißt, wenn ich die Küche jetzt sehen will, muss ich den Kopf um 180 Grad drehen. Das ist natürlich jetzt wieder der ausgedachte Kopf, wir sind in dem Schema. Real, optisch real ist nur das, was im Gesichtsfeld ist. Und wenn ich jetzt hinter mir an die Küche denke, dann ist die schon feinstofflich. Die Flasche ist jetzt real. Wo ist die Flasche jetzt? Jetzt sagen viele, jetzt ist sie weg. So in die Blödsinn, wir reden ja noch vor der Flasche. Sie ist aus dem Gesichtsfeld herausgefallen. Und du merkst schon, dass dieses Dreieck dahinter gibt es gar nicht mehr. Es ist ja flach. Du denkst dir das dahinter. Es ist hier und jetzt. Und jetzt ist das Entscheidende, das, was die Realität ist, kann nur unmittelbar hier und jetzt sinnlich in den sinnlichen Bereich in Erscheinung treten. Das nennst du als Materialist Realität. Und alles andere, was nicht unmittelbar hier ist, das heißt, das, wo ich mir jetzt woanders hindenke, und das nicht jetzt ist, sondern das ich mir zeitlich woanders hindenke, ist auch hier und jetzt, aber Feinstoff bleibt mir räumlich wie zeitlich woanders hindenke. Es ist unmöglich, dass du heute Abend zeitlich in materialisiert in dein Bett gehst, du kannst jetzt dran denken, das ist feinstofflich. Aber in ein materialisiertes, von dir real empfundenes Bett, wenn du reinsteigst, ist es hier und es passiert jetzt. Sobald ich mir das nach heute Abend denke und ins irgendein anderes Zimmer denke,
ist es zwar auch hier und jetzt gedacht, aber weil ich es mir woanders hindenke, ist es hier bloß feinstofflich. Ja. Das erkläre ich im ersten Selbstgespräch. Ja, ja. Und wenn du das oft genug durchdenkst, wirst du dir feststellen, es ist eine exakte Beschreibung von dem, was es stimmt. Ja, das ist so. Über das, was in den Offenbarungen entsteht, werde ich mit einem fanatisch geistlosen Programm nicht diskutieren. Und das ist jetzt die erste Entscheidung, die du treffen musst. Bin ich Geist, ewiger Geist vom göttlichen Geist? Und wie gesagt, mein Gottesbild hat nichts mit irgendeiner Gottvorstellung von Religionen zu tun, sondern letztendlich von deinem eigenen höheren Selbst. Dankeschön. Oder bin ich eine vergängliche Erscheinung? Ein Enosch. Und das bist du in dem Moment, wo du auf das Geschwätz von anderen hörst. Was ich in dir züchte, Selbstbewusstsein, und dieses Selbst, das rote Selbstbewusstsein, beginnt mit blau geschriebenem Selbstbewusstsein, indem du deinen Automatismus, das blaue Selbst, anfängst zu analysieren. Das nenne ich Kirchengruppe. Ja, ja. Und was jetzt aber passiert, dass dieses rote Selbstbewusstsein dich nicht in Bezug auf die Person, die du in deinem Traum zu sein glaubst, in irgendeiner Form aufbläst, sondern ganz im Gegenteil, du wirst immer weniger, dich immer mehr zurücknehmen und demütig sein, im hintervollen Erkenntnis, dass das, was ich ein Leben lang zu sein geglaubt habe, ein ganz unwichtiger Partikel ist. Das ist jetzt der Udo, der jetzt spricht, der ist nur insofern wichtig, weil ich in den Raum ja irgendwie mich bemerkbar machen muss, weil du bloß in den Raum reinschaust, aber nicht weiter nach hinten schauen kannst. Und es kann jetzt durchaus sein, dass der Udo letztendlich, den du dir jetzt ausdenkst, der ja nur ein Gedanke ist, letztendlich jetzt nur ein Lautsprecher ist, dem du dir zuhörst. Denk an unsere ersten Einmännergespräche, wo ich sage, das Schöne mit dem Mikrofon, wo ich sage, du hörst jetzt eigentlich einen Lautsprecher zu, und dann gehe ich aus dem Raum raus und dann spreche ich noch weiter und plötzlich schaust du um in die Ecke den Lautsprecher an, das du gar nicht bemerkt hast, während ich vorne war, weil du dir eingeredet hast, die Stimme kommt aus dem Udo. Ist einfach nur schauen, was ist wirklich dort. Ja. Und dann merkst du, wie du konstruierst, wie ich immer sage, 99% von dem, was du siehst, sind Konstrukte deiner Logik, die jetzt gar nicht da sind. Die Fußballer und der Ball, der sich hin und her bewegt, wenn du auf den Fernseher schaust. Das ist alles schon Illusion, die du aus einem statischen Raster berechnest. Wenn du eine Zeitung liest, müssen wir gar nicht reden. Ob das eine Ukraine-Krise ist oder egal, was du gerade einen Fokus drauf hast. Wenn du das nicht liest, wenn du das nicht durchdenkst, ist es nicht. Das fand ich das war. Und die Freiluftsaison ist eröffnet, gell? War gut, ne? Die Freiluftsaison ist eröffnet. Ja. Hell und dunkel hat nichts zu tun mit deiner Definition. Das sind Vorstellungen, die du aufbaust, wo du plötzlich merkst, ich kann mir jetzt finster, dunkel, schwarz denken, aber ich denke irgendwann einmal an was anderes. Jetzt natürlich, sobald du dir Gedanken drüber machst, denkst du dir ja wieder die Nadja, die im Bett liegt und die Augen zu hat. Aber wenn du jetzt dieser Geist bist, ist ja keine Nadja dort, die die Augen zu hat und finster ist. Du bist nur Geist und schaust deine Informationen an. Auch das, wo ich sage, Mensch, es ist doch still oder was. Oder gesund. Du kannst dich nicht gesund filmen, weil gesund im klassischen Sinne ein Zustand ist, wo du eben nicht filmst. Was du filmst, ist der Schmerz und das Unwohlsein. Aber die Gesundheit ist eigentlich der Zustand, der nicht filmbar ist. Jetzt ist aber gesund und krank gleichzeitig da. Jetzt haben wir wieder Wellenberg und Wellental. Und das heißt, sobald du an das eine denkst, erst wenn du sagst, ich filme mich gesund, schon der Gedanke allein erfordert, dass du wieder den Vergleich brauchst mit einem Zustand, wo du dich unwohl fühlst. Wo du dich gesund fühlst, ist, wenn du jetzt da sitzt und den Udo zuhörst und deinen Körper komplett vergessen hast, weil du nur noch Geist bist, der zuhört. Jetzt bist du heil. Das ist so. Das wird immer klarer. Mensch, der Mann redet Dacheles. Ja, das musste ja endlich einmal gesagt werden. Du sollst nicht sofort anfangen. Du bist doch gleich wieder ehrlich. Du wolltest nicht denken, du sollst essen. Du solltest dir wenig in den Kopf zerbrechen über irgendwelche Figuren, die du dir ausdenkst. Mach dir jetzt erst einmal Gedanken darüber, was du selbst bist. Und da ist es all die Figuren, die wir uns jetzt ausdenken, aufgrund von Geräuschen, von Gedanken. Es sind vergängliche Erscheinungen. Was ist das, was immer ist? Was ist der verbindende Parameter für all die Gedanken, die du dir denkst, für all die Sachen, die du zu Gesicht bekommst, die in dir auftauchen, real wie sinnlich wahrgenommen, was du als echt siehst? Was ist der verbindende Parameter? Der Geist, der sich's anschaut. Aber bist es nicht du? Aber ist nicht immer bloß das da, was du dir anschaust im Jetzt, und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken?
Das ist das, was dir alle heiligen Schriften deiner Welt beschreiben. Sogar die Physikbücher, wenn du sie richtig liest. Das ist dieses innere Wirken wie Energie. Energie kann nicht vernichtet werden, sie wird nur ständig in eine andere Form umgewandelt. Und Energieerzeugung gibt es nicht. Da bist du schon auf der unteren, zerdachten, symbolischen Ebene. Energiespeicherung gibt es gleich zweimal nicht. Zeig mir mal das Gefäß, wenn ich Energie jetzt, die unendliche Energie als Gott, als Grundquelle eines Seins ansehe, wo in was für Gefäß willst du die abspeichern? Das ist alles schon wieder was Ausgedachtes. Wobei all das natürlich im tiefen Sinn hat, das ist doch extrem unterhaltsam. All die ganzen Geschichten. Und das dann immer wieder, wenn du jetzt in dein eigenes Leben reingehst, wirst du feststellen, dass das eigentlich gar nicht so schlecht war. Ganz im Gegenteil. Ich kann dann Ältere sehen, jetzt wohlgemerkt, ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist, du spielst eine Rolle. Nachkriegskinder. Die schlimme Zeit, dann kriegen wir ja nichts zum Essen. Was das große Problem ist, dass du jetzt dir zwei verschiedene ausdenkst, welche die jammern und nur jammern und war das schlimm und ich habe ja KZ, das sind Figuren in einem Traum. Jetzt nimm die Figur, die du zu sein glaubst. Wenn du Geist bist, musst du dir eingestehen, das war zwar, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, war doch alles auszuhalten. Das kann aber nur der Geist in Bezug auf seine eigene Figur sorgen, wenn er sich löst von den anderen, dass er merkt, er ist Geist. Und wenn du jetzt irgendwie einen Beweis willst, Zeugenberichte, Zeugenaussagen, denk an mein altes Beispiel hier mit dem Sexualverbrecher. Du solltest dir sehr genau Gedanken darüber machen, wo ich sage, ich bin ein göttlicher Richter. Kannst du das, was du glaubst, beschwören? Und jetzt in der wirklichen, dieses Wort Sünde des Amartya mit eigenen Augen gesehen haben, auch jetzt bewusst in der Vergangenheit, wie wir uns jetzt denken, aber das, was du sagst, ich habe das wirklich auch als der Mensch, der ich jetzt zu sein sage, erlebt. Und jetzt machen wir die einfache Frage, das steht in Wiedergeburt in Jahwe, so ich zum Beispiel, als dieser Selbstgedankenbrüssel, ich habe noch nie einen Mob beobachtet, mit eigenen Augen, und das ist mein Beispiel, hast du mit eigenen Augen gesehen, dass ein erwachsener Mann ein 8-jähriges Mädchen vergewaltigt und umbringt? Wenn, du könntest es nicht beschwören, du kannst es einzig sagen, ich habe es gehört, ich hab's, mir hat es erzählt, es war in der Zeitung stand. Du wirst in deinem Traum, wenn man diesen Maßstab annimmt, nicht einen einzigen Menschen finden, der diese Frage mit Ja beantworten kann. Jeder kann dir nur sagen, man hat es mir erzählt. Ich habe es gehört. Bring mir einen einzigen. Sagt sofort einen Einspruch, ich bring dir einen. Und ich sage, jetzt gehen wir in ein Haus, ich wiederhole das, in ein großes Haus, wir machen eine Tür auf und da sitzt einer. Und der behauptet, ja, ich habe mich hat der Teufel geritten, ich habe ein Mädchen vergewaltigt. Und also im Moment. Hast du mit eigenen Augen gesehen, dass ein Mann ein Mädchen vergewaltigt und umbringt? Du hast mir jetzt einen gebracht, der behauptet, dass er ein Mädchen vergewaltigt hat. Okay, ich will aber, dass du mir einen, dass du das selber gesehen hast. Feiner Unterschied, aber ich sage, Moment, wir machen die Tür wieder zu, wir gehen in demselben Ausgang weiter. Mein altes Beispiel, wir machen die Tür auf und da sitzt jetzt einer, der behauptet, er wurde vor einem halben Jahr von 80 cm grünen Mastmännchen entführt, die auf dem rechten, die 30 cm lange Fühler hatten, auf dem rechten Fühler eine Kiwi, auf dem linken Fühler eine Erdbeere. Der sitzt in dem anderen Zimmer. Wohlgemerkt, wir haben jetzt hier ein Haus, in einem Zimmer sitzt einer, der sagt, ich habe ein Mädchen vergewaltigt, im anderen Zimmer sitzt einer, der hat hier Mastmännchen erlebt. Das ist eine Psychiatrie. Die sitzen beide in der Psychiatrie. Wir gehen noch ein Zimmer weiter, der sagt hier ganz schreckliche Sachen im KZ. Der tiefe Psychose hat ja auch in der Psychiatrie sitzt. Was jetzt wichtig ist, es sind Sachen, die behauptet werden, und wenn die in der Psychiatrie sitzen, ist was Eigenartiges, dass du kein Problem hast, das Geschwätz von dem angeblichen Sexualverbrecher, der in dir auftaucht, zu glauben, weil du ja glaubst, dass es das gibt. Das behauptet ja nicht einer ohne Grund. Ich sage einmal in einem gewissen Maß, keiner sitzt ohne Grund in der Psychiatrie. Außer wie heißt der Bayreuther? Du weißt schon, wie ich meine. Jetzt ist es, aber der behauptet, er wurde von Mastmännchen entführt. Da sagst du sofort, das ist ein Spinner.
Und jetzt ist natürlich immer wieder, darum sage ich, du musst merken, dass deine vorabgestimmte Meinung, das stochastische Denken schon bestimmt, wer die Wahrheit sagt und wer nicht die Wahrheit sagt. Ja. Und wenn du die vom Felsenfest davon überzeugt bist, dass es keinen Gott gibt, können alle auftauchen, wo wollen die behaupten, es gibt Gott, die natürlich auch kein Recht haben, weil nämlich ja Gott gar nicht existieren kann. Also schon jeder, der behauptet, es gibt Gott, hat schon, kannst schon gleich abhaken, der keine Ahnung, was Gott ist. Die, die behaupten, es gibt keinen Gott, das habe ich gerade schon gesagt, die sind noch dümmer, weil ich sage, stimmt, aber nur wenn du an keinen denkst. Sobald du sagst, es gibt keinen Gott, denkst du dir, zerst einmal an Gott aus, der ist ja in dem Moment da, der ist ja von dir ausgedacht, du kannst jetzt ein Eiffelturm ausdenken, das ist nichts anderes. Sobald du dir was ausdenkst, taucht in dir was auf. Das ist ein existierender Gott, von dem du dann sagst, den gibt es ja überhaupt nicht. Obwohl er doch in dem Moment da ist. Erinnert euch an mein Selbstgespräch, Polo Feeling für Neugierige, wo einer zu mir sagt, so kann man das nicht stehen lassen. Es hat nicht jeder recht. Das ist genau dasselbe in Grün. Wo ich dann sage, ich lass mal von dir doch nicht ausreden, dass du nicht recht hast. Wieso? Wieso? Weil du auch jeder bist. Das ist, da kommen die nicht zurecht. Da bricht es komplett weg. Weißt du, ich habe immer wieder auch die Sätze, wenn meine Maus zum Beispiel zu mir sagt, so kann man das doch nicht sagen. Im Fränkischen oder so. Und ich sage, du siehst doch, dass ich das so sagen kann. Weißt du, das ist eigentlich doch blödsinnig. Das ist diese berühmte Geschichte, wo man nach Überlingen fahren und bei Ulm gibt es die Firma Radiofarm. Ich sage, oh schau, da ist die Firma Radiofarm. Und dann schaut sie und sagt, Mensch Hase, das heißt doch Ratiofarm. T, ich bin doch Franke. Ratiofarm, ich sage, da ist Radiofarm. So kannst du das doch nicht sagen. Also, du siehst doch, dass ich es kann. Das ist doch krank, zu behaupten, dass ich das nicht kann, obwohl ich es doch kurz vorher gemacht habe. Es ist so. Und du merkst, wenn du jetzt aufmerksam zuhörst, dass da so unendlich viel Weisheit ist mit dem, was ich dir mitteilen will. Was du wirklich verstehen sollst, dass es alles Missverständnisse aneinander vorbeireden ist. Und es löst sich sofort auf, wenn du ganz präsent im Hier und Jetzt bist, was ist jetzt eigentlich da? Und dann wird dir so brutal bewusst, dass wenn man jetzt... Vögelchen machen. Das ist jetzt hier so außen nichts, dass du merkst, dass 99% von dem, was du jetzt siehst in deinem Kopf, ein permanentes Reagieren und Interpretieren ist von einer Kleinigkeit, die auftaucht, wo du sofort aus einem kleinen Fieb sofort eine Vorstellung machst. Ganz interessant sind die schwarzen, kleinen, geheimnisvollen Buchstaben auf einem fetzen Papier, wenn die vor deinen Augen auftauchen. Da waren ganze Welten, ganze Kriege, waren da. Gigantische Willen, Welten, alles baut sich in dir auf Kosmen, 400 Milliarden Sterne, nur wenige Buchstaben, wie die sich aufblähen plötzlich und in eine Unendlichkeit um dich herum verstreuen, die du dir selber ausdenkst. Stimmt oder stimmt? Naja, jetzt begreifen wir es langsam, oder? Es war schon immer so und es wird immer so sein. Und das geht mal ganz ruhig an, wenn man seine eigene Ewigkeit begriffen hat. Dann kriegst du so das Sorcerer-Phänomen. Ich habe jetzt wesentlich mehr Spaß wie vor zwei, jetzt ausgedachten 200-300 Jahren, weil ich noch sehr radebrechend reden musste, dass ich immer wieder sage, wenn du Lorber liest, jetzt einmal bewusst als Weltbeschreibung, ist exaktes Holo-Feeling. Oder machen wir Koran, ist exaktes Holo-Feeling. Nicht so wie deine Übersetzungen, die das hergeben. Ich habe in irgendeinem Selbstgespräch habe ich ja die Asure komplett aufgefächert. Und wo ich viele bei euch gemacht habe, auch dann, wenn man das vorliest, dass dir mal bewusst wird, wie viel Arbeit das ist, wo ich mit den Hühnerspulen, wo ich die Umschreibung mache und dann kann eine Internetseite, wo ich manche gezeigt habe, wo man Muezzin vorpredigen lassen. Dein Internet bietet dir ja alles, da kann er der Seite geben, da kannst du die Suren im Koran dir vorlesen lassen und zwar von 20 verschiedenen Muezzins. Jeder singt es etwas anders, jeder singt es ja wenn anders und da habe ich ja dann absichtlich gesagt, ich mache absichtlich jetzt nicht dieses Persische, weil das sieht für dich aus, habe ich gesagt, wie Hühnerspuren im Schnee. Darum habe ich das nur in einer Lautschrift, was natürlich sehr mühselig ist, die findest du ja fast nicht. Und dann musst du mal, da habe ich ja 100 Barer zerquetschte Suren, habe ich viele Wände dallreicher, dann mit der originalen Lautschrift. Und dann musst du mal den Muezzin vorsingen lassen
Und dann gehst du und liest es einmal mit und du sagst, der absolute Wahnsinn, weil das kriegst du, das musst du mit der Hand schreiben. Jetzt so viel zum Thema hier, schreib, ich habe mir die Schnauze schon wund geschrieben für den alten Arsch da oben. Ich kann ja über mich selber spaßen. Jetzt suche mal andere Deppen aus. Nee, das ist, das Schreiben macht es nicht. Das ist immer, wenn du da begnadet bist, ist es letztendlich immer nur für den Geist, der es macht. Ja, das ist so. Weil du wiederholst, dass das geschriebene Wort, ich habe so oft gesagt, wenn ich euch ein Lied einspiele, das hier und jetzt in euch auftaucht, du kannst jetzt wieder denken, der hat das und das gemacht, oder der Hip-Hopper, oft ist ja bei Liedern von vornherein Abneigung, man wird da ran, ich kann mich noch vor 10 Jahren erinnern, hier und jetzt gedacht, muss ich mir immer dazu sagen, eine ältere Frau, da war ich so wenn auf einem Rockmusiktrip mit Übersetzungen, böse Onkels auch, das ist ja Deutsch. Und dann schreibt ihr mir eine Antwort, die sagt, so einen unendlichen Dank, weil wenn das bei ihr im Radio gelaufen ist, das hat sie sofort weggemacht, weil das für ihr nur Krach war. Und jetzt durch das mit den Texten, die sagt, das ist ja der tolle Wahnsinn, was die jungen Burschen singen. Und dann kippt sofort die Meinung um, weil du tolerant wirst, diese absolute Toleranz. Und auch was jetzt Hip-Hop oder ist nicht alles. Ist ja das, was ich mache, ist immer der geistreiche Aspekt. Und das ist dann so tief und vor allem immer passend. Und was natürlich jetzt zeitlich, wo das losgeht, wir sind jetzt in einer Phase, wo qualitativ so extrem hochwertige, symbolisch hochwertige deutsche Lieder, das Deutsch von den Texten her aufschwingt, was vorher niemals war, wobei die nicht schlechter waren, aber einfacher gestrickt. Ja. Und einfacher meine ich, dass die Symbolik selber sehr wischiwaschi ist, aber genauso tiefgreifend. Das wird jetzt immer, was wir heute eingespielt haben, das wird immer ausgeschliffener und was jetzt hier so, wie das losgegangen ist, mit den Updates, ich sage mal so die allerersten, wo kommen wir sind, dass hier einige verfolgt haben, dass die sagen, das ist so irre, das sind Lieder kommen als Update und die haben dann nachgeforscht und die haben festgestellt, das ist ja eigentlich noch gar noch nicht, das ist über den Schlag eigentlich noch gar noch nicht veröffentlicht gewesen. Das heißt, gerade der Überschnitt, als wenn hier wirklich das schon vor, bevor die rauskommen, die Update schon da war. Wenn du das zeitgleich machst, das kannst du als normaler gar nicht raussuchen. Nee. Und dann ist natürlich immer wieder in dem tiefgreifenden Erkenntnis, dass selbst die Magie Düden zu dir. Es spricht, die Welt spricht zu dir in einer symbolischen Sprache, die du mit Holofeeling als Universalschlüssel entschlüsseln kannst. Und das, was wir zur Zeit machen mit dem Aufhängen, ist nur, wie die Diana nach ihren 300 Seiten so schön sagt, es ist eigentlich immer dasselbe. Es geht aber um dieses selbstständige Durchdenken. Das war, das ist es. Das es ist ja immer derselbe Geist. Und dein Geist wird beweglich und du wirst das neugierige Gotteskind, dass ich immer sage, die weiß ja so viel, da muss ich sagen, die kennen nur das Grundprinzip und die benutzt die Formensammlungen und den Taschenrechner, wo ich sage, das ist mein Beispiel an jeder Prüfung, dass deine Formensammlung und Taschenrechner mitnehmen, du sitzt da, du hast deinen Computer und jetzt ist es nur, sie hat ein Wort und sie ist neugierig, dann schaut sie in Wikipedia nach, dann hast du die Etymologie sowieso griechisch, dann nennt sie griechisch bei der Buch und schaut, was noch vorher ist, die radigsten sind, so ist es doch abgelaufen. Und dann ist immer wieder passend und dann denkst du dir, Mensch, da könnte ich ja Bild, dann gehe ich ja mal googeln, den Begriff Bilder, buff, die Bilder, wo du drin hast, dann passen die Bilder und dann warst du selber auf Bass überstaunt, was wie aus dem Nichts in dir auftaucht, auf dem Punkt, ne? Stimmt, ne? Wie ein Wunder. Und alles, was du jetzt sagst, du willst was wissen, du gibst was ein in die Suchmaschine und es ist meistens der erste, zweite Suchbegriff, passt so treffend auf das, was du gesucht hast, du kriegst das praktisch schon mundgerecht abgeschält und in Schicken gestippt. Schiebe es in dir rein. Weil du suchst. Das ist jetzt immer wieder die Fantasie, die du benötigst. Der Mensch, der normale Mensch, geht nicht an der Fähigkeit zu sterben zugrunde, sondern an der Unfähigkeit, richtig zu leben. Und die Fantasie, die du in dir entwickelst, Fantasie kann man nicht machen, bewusst durch ein Wollen, sondern du kannst es erbitten, dass es in dir, dir das auf in dir auftauchen lässt, aus dieser großen Einheit, dir ein neues Stück, das für dich vollkommen neues auftauchen lässt. Also musst du erst einmal einen guten Kontakt zu ihm haben, der du letztendlich selbst bist.